Ein wunderschönes Willkommen zurück zu Klicker Hero. In 20. Ups. Oha. Ich hab ein Canyon. Da. 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 Wenn man so macht, so. Lol. Augen auf beim Hurricane. Ja, nichtsdestotrotz. So, was wir tun wollen. Ja, ich habe gestern tatsächlich es geschafft, bis 1.15 zu kommen, auch da drüber, naja, ein bisschen. Wobei ich schon sagen muss, dass ich auch ab und zu mal unsere Skills benutzt habe. Also, das habe ich ab und zu mal angeklickt und das habe ich ab. Das und das habe ich ab und zu mal angeklickt, einfach weil ich lange, also weil wir die haben. Ja. Wahrscheinlich deswegen auch auf 1.15 geschafft. Genau. So, das heißt, wir klicken mal weiter. Und es bringt natürlich nichts. Schade auch, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja versuchen, einen hier rauf zu schicken und dann erstmal, komm, machen wir mal das hier. Das kommt, ich aktiviere einfach mal hier ein bisschen was, ne, so ungefähr. Haben wir auch eine Goldkiste irgendwie? Nee, ne? Goldkiste wäre schon gar nicht mal so schlecht. So. Na klar, da geht. Ach, scheiße, ich hab's gerade aktiviert. Och nö. Ist auch egal, jetzt kommen wir hier. Feierabend. Gut. Dann haben wir ein paar Guilds. Boah. Easy, würde ich mal sagen. So. Nochmal 150 dazu bekommen, knapp. Du kannst hier schon mal aktiv werden. Jetzt hängt er schon wieder so extrem zwischen den Leveln. Ah ja, ja, ah, ja, Klicker Hero. Ein Traum. Diese Flash Games. So. Zuallererst mal hier. Da gucken wir mal ganz kurz. Hä, wo ist Admin? Ach, ganz oben. Ja, das ist mal gebacken. Und das wird schon so ganz schön teuer. Ah, gut, okay, dann lassen wir das auch mal so. Wer noch wichtig wäre. Ganz ehrlich, ich würde Kuma Wakamaru fast so lassen mittlerweile. Dann haben wir zwischen den Bossen eine höhere Chance, Kisten zu erwischen. Dann bleibt er nicht so schnell hängen. Weil die ersten paar Level, die geht jetzt einfach 1:1 durch, weil wie gesagt, ne, wir haben ja jetzt hier minus 11 Monster, das ist also in Ordnung. Aber viel mehr lohnt sich denn da auch nicht. So. Also, erstmal mache ich erstmal nicht. So. Bam. So, okay. 5000%. Und dann gucken wir mal hier oben. Ja, doch. Auf 1E7 kriegen wir. So. Den hier auch. Dann haben wir unsere Klicker hochgeklickt. Und dann kommen jetzt bloß noch
die hier dran. Die schicken wir auch mal auf 5E6. Weil es langsam ganz schön teuer wird. So. Ja gut, aber wir haben immer noch 1,1 E5, also eigentlich haben wir noch gute Reserve. So, die ganzen schicken wir mal alle auf Level 40. Warte mal kurz, Admin ist Level, genau, 46. Das heißt, Level 40 bei den anderen dürfte kein Problem sein. Dann mach ich das auch mal. So. Und hier unten noch unsere drei Neuzugänge. Perfekt. Okay. Oh, ein Fisch. So. Boah, Alter, mittlerweile fast die Hälfte, ne? Weniger. Gut, nicht, dass es uns jetzt so viel bringt, aber immerhin ein bisschen was. Ja. Ja, nee, jetzt haben wir das hier soweit schon mal gut. Wie stehen wir denn derzeit hier? Wow, plus 1. Stimmt, den nächsten hatten wir erst ein paar blablabla E14 und wir haben ja gerade mal 1 E15, also eben, von daher haut das schon hin, dass wir jetzt 1 gerade mal haben. Okay. So. Ja, hier wie gesagt, links neben mir steht mein Schullaptop. Da gucke ich ab und zu mal rauf. Mache ich hier gerade. Weg da. So. Ach komm, kein. So. Wir brauchen hier nicht mit Kleckern anfangen. Wir machen gleich richtig Alu 200. Leider geht es wie gesagt nicht so wie bei der Tablet-Version, dass man hier auch einfach mal 1000 oder 10.000 Level mit einmal kaufen kann. Das wäre natürlich super geil, aber naja, geht halt leider nicht. So. Warum war die eigentlich gerade gelb oder gelblich oder habe ich mich gerade verguckt? Ha. Huh. Ach, okay, wenn man draufklickt, wird's gut. Ach, wenn man auf dem Schalter ist, wird's gelb. Ah, wow. Okay, wow. So, wow. Okay. So, diesmal Dreadnought nicht kaufen, ne? Ja. So. Dann kannst du auch direkt wieder darauf. Bam. Und schon sind wir wieder am Hochschießen hier. Sehr schön. So, was wir heute mal machen können, ist mal gucken, wie stark wir mittlerweile sind. Immortal Damage. Achso, ne, okay, wow. Hätte ich gar nicht gucken brauchen, weil eben, egal wie stark wir sind immer noch apostrophisch weit entfernt. Das war Schuss in den Ofen. Was ich aber mal auf jeden Fall mache, ist bei meinem Tablet mal den Boss befighten. Wir werden aber natürlich hier im In-Game die Belohnung nicht abholen, weil wir wollen die uns ja dann für die wahrscheinlich morgen anfallende Transcendent aufheben. So, ob ich morgen Transcende, weiß ich noch nicht. Ich meine, wir haben erst heute und ist erst die erste Aufnahme von 3. Das heißt, bis morgen kann noch viel passieren. Das heißt, wir dürften es eigentlich schon relativ gut meistern, bis morgen transzenden. Aber wie gesagt, ich will mich darauf nicht festlegen. Ne? Wenn es tatsächlich auch morgen noch gut läuft, dass wir pro Ascension hier, weiß nicht, mehr als 1E10 an Hero Souls bekommen. Naja, warum sollte ich denn transzenden? So. Viel zu dem Ding. Bam. Bam. So. Schon mal die Autoklicker. Und jetzt Bossfight. Wo bist du? Da.
Da und dann let's fight. Overkill, Overkill, Overkill. Ja, ja, sehr gut. So, das heißt, Söldner. Haben wir gestern vergessen, die auf eine Quest zu schicken? Upsili. Ja gut, das kann aber passieren. Also, ich... ja, also... gelaufen. Ah, eine 24-Stunden-Quest. Sehr schön. Die Frage ist, mir ist aufgefallen, er sortiert hier gar nicht nach Level. Kann das sein? Okay, doch ein bisschen. Also, der oben ist zumindest ein höchstes Level. Dann kriegt er auch die 24-Stunden-Quest. Da kriegen wir immerhin 2 Rubine. Wow. Gut, die anderen schicken wir einfach mal ein bisschen Training. Der kriegt eine 4-Stunden-Quest. Der kriegt... Oh, na gut, okay, ne. Naja, okay. Also hier auch eine 4-Stunden-Quest, auch wenn die natürlich wieder nichts bringt, weil, na gut, 50% würde schon fast ein bisschen mehr bringen, aber... naja. Das steht morgen hier sowieso, Get Nothing. Einfach, weil ich das Spiel mag. So, Boss besiegt oder Bosse besiegt oder mehrere. Dann kannst du auch eigentlich wieder in die ewige Jagdrunde verschwinden. Bye bye. Schleppo. So. Was? Bei Admin hatten wir jetzt soweit das Maximum rausgeholt. Das heißt, wir haben jetzt hier fast, ja, 100% Primal Chance. Fast, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Was mir persönlich halt noch ein bisschen lieb wäre, wäre, wenn wir hier halt unsere Chest ein bisschen chesten könnten. Aber ich meine, fünf weitere Level würden halt kaum was bringen und viel mehr können wir uns nicht leisten. Deswegen, ja, lassen wir einfach mal. Weil wir haben jetzt gerade mal immer noch eine Chance von gerade mal 8%. Und wie gesagt, Dora ist halt, ich meine, klar, wir können jetzt natürlich hier Dora Level, hier die Effektivität erhöhen. Die Frage ist halt, wie weit lohnt sich das jetzt wirklich im Gameplay? Das ist Fragen, die stelle ich mir erst in der nächsten Transcension. Wie gesagt, primär gehen wir in der nächsten Transcension erstmal hier drauf. Damit wir dann Idle Build machen können. Alles andere werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, Relikte haben wir jetzt immer noch kein neues bekommen. Seltsam. Na gut, es ist halt so. Ja, ansonsten. Hätte ich nicht gerade alle angeklickt gehabt? Ach ja, das war ja vor der Session, wo ich alles angeklickt habe hier. Ich schon wieder. Cooldown, halbe Stunde. Nice. Okay. Oh, dann sieht soweit alles eigentlich in Ordnung aus. Tja, wie man sieht, die nächsten Folgen werden es wahrscheinlich auch etwas kürzere Folgen, weil, ist ja derzeit quasi einfach nur noch, ja, aufleveln, also erst ascenden, dann aufleveln. Viel mehr ist es ja nicht mehr. Ja gut, wie gesagt, die haben wir erst mal alle nur auf eine Mission geschickt. Die könnten bis zur nächsten Folge, nee, also der nicht, die an, okay, die beide könnten fertig werden. Die anderen eher nicht, sind ja bloß 6 Stunden. Ja. Gut, das heißt, dann würde ich mich auch schon direkt wieder verabschieden. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, eigentlich haben wir soweit alles. Wir haben die Guilds, wir haben gelevelt, wir haben die Dings, wir haben die Angels gekauft. Ich höchstens noch gucken, ob sich hier noch was lohnt.
Weil wir haben jetzt immer noch fast 1,15 €, was natürlich in Ordnung ist, aber wir könnten noch ein bisschen was ausgeben, wenn wir dann scharf drauf sind, zum Beispiel bei unseren Klickern hier. Das wären 1,5 E14. Das heißt, wenn ich jetzt allen dreien jeweils noch 1,7 gebe, dann wären wir achtfach so stark. Achtfach so stark. Und würden gerade mal die Hälfte hier einbußen, wodurch wir nur noch vierfach so stark wären. Um es mit den Worten eines ganz berühmten Charakters zu sagen. Was tun wir denn jetzt? Ich würde halt gerne noch ein bisschen was investieren. Die Frage ist halt echt, was lohnt sich hier gerade? Was lohnt sich gerade? Hier unten Gold eigentlich. Nee. Doch, ich würde am liebsten eigentlich hier oben auf die Klicker gehen. Gut, andererseits, wir müssen ja nicht komplett 1,7 kaufen, wir können ja auch 5,6 kaufen. Das ist ja schon ein ordentlicher Boost und ist ja nicht ganz so teuer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und genau. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt immer noch eine ganze Menge Klicker-Dingsabums da. Haben dafür aber hier ein bisschen was verdient. Also bekommen. Wobei es jetzt letztendlich aufs Gleiche rauskommt. Ich meine, wir haben zwar jetzt hier immer noch fast die gesamte Stärke. Dafür haben wir jetzt aber hier nicht mehr E8, sondern nur noch E8 sage ich schon. Nicht mal das Achtfache gerade rausgeholt, sondern bloß noch das. Gott, was ist 1,5 hoch 3? Naja, nicht mal 2, oder? Bin ich gerade dumm? Dafür gibt's ja Google. So. 1,5 hoch 3 ist gleich. Ja, auch gerade mal 4. Das heißt, wir werden tatsächlich besser, wenn wir einfach alle auf 2 heben. Und dann haben wir nämlich genau 4. Das heißt, wir wären so sogar effektiver gewesen. Okay, was wir machen könnten, was mache ich hier gerade, ist jetzt stückweise erhöhen. Jetzt ihn zum Beispiel mache ich mal 1. Hä? Sind wir gerade schwächer geworden? Ach ja, weil kritischer Klickschaden ist und der nicht zählt. Okay, hier, jetzt haben wir 3,1. 3, okay, jetzt hatten wir gerade einen Sprung drin. Hat ein bisschen erhöht. Ich mache mal alle auf 1,7. Mal gucken, sollte das ungefähr so passen. So. Easy. Dann haben wir immerhin 1,7. Das wären dann was? An Gesamtstärke, die wir jetzt gerade bekommen haben. Über fast 5. Okay. Dafür haben wir aber mit immer noch hier. Können wir eigentlich richtig berechnen, ne? Also normalerweise hätten wir halt 2 hoch 3 gehabt, ja? Also als Rechnung. Ne, andersrum. Doch, war so richtig, genau. 2 hoch 3 gehabt, dreifache Stärke. Hätten aber dafür nur noch bei den Hero Souls die Hälfte gehabt. Das heißt insgesamt die vierfache Stärke. Jetzt haben wir 1,7. Haben dafür aber noch 3/4 der ursprünglichen Hero Souls. Das heißt 0,75. So, und da haben wir jetzt tatsächlich immer noch weniger. Das heißt, wir könnten tatsächlich immer noch mehr machen. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt 8 hätten, dann hätten wir nur noch so ungefähr, keine Ahnung was. Was
hätten wir denn ungefähr? Dann hätten wir ungefähr. Sieben. Ja, so knapp 70%. Ich mache mal so 70%. Bam. Okay, da sind wir tatsächlich endlich mal ein bisschen mehr bekommen. Wobei wir jetzt sogar ein bisschen mehr als 70% hätten. Das heißt, das machen wir auch nochmal. Ja, man kann jetzt leider nicht nach dem Wert gehen, weil, wie gesagt, dadurch, dass er hier nicht mitgezählt wird bei dem Wert, also er hier nicht mitgezählt wird, verfälscht das quasi die Rechnung, weil er verstärkt uns ja beim Klicken, was wir hauptsächlich machen. Davon merken wir aber nicht allzu viel. Upsala, ich habe hier die Hälfte vergessen. So, von daher. So, jetzt haben wir immer noch, ja, 7,13, also mehr als 0,7. Das heißt, der Effekt wäre sogar noch stärker. Okay, bei 7,9 wird das aber garantiert nicht mehr funktionieren. Da werden wir wieder schwächer, kann das sein? Boah, ich habe halt so hart keinen Bock zu rechnen. Komm. 1,85 mal 3. Da haben wir 5,55. Das heißt, wir hätten danach dann nur noch so ungefähr 6,5 übrig. 6,5. Dafür aber überall 1,9. Wow. Könnt ihr also auch noch machen. Oder rechne ich gerade? Ne, doch, das dürfte ihr haben. Easy. Dann machen wir das doch auch. Bam. So. Ach so, weil ich am Anfang mit falschen Werten ausgegangen bin. Eben, wenn wir alle auf 2 gehoben hätten, dann hätten wir immer noch 6 und nicht 5. Das heißt, unsere Grundrechnung ist nicht ganz repräsentativ. Wir hätten quasi ungefähr das hier. Und da haben wir halt 4,8. Weil am Anfang bin ich ja mit 0,5 ausgegangen. Ne? Und da hatten wir halt nur 4 gehabt. Okay, das heißt, da können wir die doch vielleicht direkt auf 2 heben. No. Dann heben wir die alle direkt auf 2. Bam, jetzt haben wir noch genau 6E14 übrig und haben damit die 4,8-fache Stärke. Das ist dann natürlich doch eine, das ist dann doch ein bisschen was anderes. Sehr schön. Oh, ein Fisch. Okay. Ja, wow, Alter. Also ich muss zugeben, so viel Mühe mit dem Ausrechnen habe ich mir noch nie gemacht. Mir war halt irgendwie gerade einfach danach. Ob sich das jetzt gelohnt hat, ich bezweifle es ganz einfach mal. Aber es war zumindest mal was anderes. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir damit auch soweit jetzt endlich mal durch. Und dann. Ja. Geh das ab. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Und es ist jetzt tatsächlich doch fast eine halbe Stunde Folge geworden. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Schau mit V.